Wir beginnen mit einer recht kurzen Lektion, die aber für viele Personen sehr sinnvoll sein kann. Und zwar geht es um die Einstellungen von Outlook. Bislang war es ja so gewesen, dass alle Einstellungen, die wir in einer Outlook-Version vorgenommen haben, alle nachvollzogen werden mussten, wenn wir Outlook auf einer anderen Version abrufen wollten. Beispiel, wir machen Einstellungen und ändern die individuell auf einem Desktop. Und wenn wir dann auf unserem Notebook das Gleiche machen wollen, dann mussten wir bislang alle Einstellungen auf dem zweiten, dem dritten und wie viele Geräte auch immer noch einmal machen. Das hat sich jetzt geändert. Microsoft hat innerhalb von Outlook eine Möglichkeit angeboten, dass alle Einstellungen nur in einer Version gemacht werden müssen und wenn man seine anderen Versionen auch entsprechend einrichtet, werden alle Einstellungen überall abgerufen und stehen dort zur Verfügung. Diese Möglichkeit finden wir, wenn wir hier oben links auf Datei klicken und dann unten links auf Optionen. Wir bekommen dann das Fenster Outlook-Optionen und allgemein und wir haben hier die neue Möglichkeit Cloud-Speicher-Optionen. Und mit den Cloud-Speicher-Optionen können wir alle Einstellungen, die wir vorgenommen haben, in der Cloud speichern und können, wenn wir diese Einstellungen auf allen von uns benutzten Geräten machen, dort die Einstellungen abrufen und auf diese Art und Weise müssen alle Einstellungen nur einmal geändert werden und stehen überall zur Verfügung. Um das zu erreichen, wird hier ganz einfach dieses Häkchen gesetzt und dann wird auf OK geklickt. Was allerdings wichtig ist, wenn diese Cloud-Speicher-Optionen aktiv sein sollen, muss und auch die Einstellungen in der Cloud erstmalig gespeichert werden sollen, ist ein Neustart von Outlook erforderlich. Das heißt also, Sie schließen Outlook einmal und starten Outlook neu und damit ist dann diese Möglichkeit aktiviert und solange wie Sie dieses Häkchen hier nicht wieder herausnehmen, werden die Einstellungen auf allen von Ihnen benutzten Geräten synchronisiert und Sie ersparen sich dadurch eine Menge an Zeit und Arbeit. Wenn Sie das Häkchen gesetzt haben oder falls Ihnen die Möglichkeit nicht gefällt, wenn Sie es wieder herausnehmen, klicken Sie hier einfach auf OK, dann beenden Sie Outlook, starten Outlook neu und schon ist die Möglichkeit aktiv. Ich hoffe, diese kurze Information wird auch Ihnen sehr viel Arbeit ersparen.